Und damit möchte ich euch wieder recht herzlich willkommen zurückheißen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Elder Scrolls IV Oblivion. Beim letzten Mal haben wir es mit einer, ja, mal wieder mit einem Wachmann aufgenommen, mit einem Wachmannshauptmann genau, mit einem Hauptmann halt der Wache. Und wir sind noch nicht ganz fertig mit ihm, denn die Quest steht noch offen. Und unser Auftrag ist jetzt eigentlich, dass wir den Ulrich seiner gerechten Strafe zuführen sollen, was auch immer. Wir sollen sein Quartier durchsuchen. Und Garrus schlägt deshalb vor, dö. Ja, also die Übersetzung teilweise mal wieder recht. Ja, whatever. Wir müssen auf jeden Fall hier rein, so viel steht fest. Wir müssen zum anderen aber auch zu ihm. Die Frage ist, ich weiß jetzt nicht, was wir zuerst müssen. Ich würde sagen, wir probieren es einfach nochmal ganz kurz und gehen nochmal zu ihm. Ich speichere dann vorher ab. Ich will nämlich mal wissen, was passiert, wenn wir mit ihm reden. Über eben dieses Thema. Und, ja, vielleicht, ich weiß nämlich nicht genau, ob wir vorher mit ihm reden müssen, bevor wir bei ihm reinlatschen. Ich muss ihn erstmal wiederfinden. Irgendwo hier gammelt er rum. Ich glaube dort. Ist er dort? Das ist er nicht. Sagt es. Nein, nein, jetzt nicht. Dichter, den wollen wir haben, genau. Abspeichern und... Ich mag es nicht, wenn man mich stört. Das ist nicht unser Problem. So, so. Ihr sagt also, Levana hätte Beweise gegen mich? Aha. Ich wusste, diese Frau bedeutet Ärger. Ich hätte mich früher um sie kümmern sollen. Ja. Sein Gesichtsausdruck sagt alles. Auf jeden Fall sollen wir jetzt zu jemand anderen. Ich glaube, wir hätten doch vorher dort reingehen sollen, aber ich lasse es jetzt einfach mal. Ich lade jetzt nicht neu. Mal. Da fuck. Nein, das war nicht mein Plan. Hier hinten irgendwo soll sie sein. Ich denke mal, dass sie das jetzt sein wird, wo wir hin sollen. Steht denn der hier rum? Oder die? Seid gegrüßt. Hill der Lange. Das ist tatsächlich ziemlich groß. Das ist gruselig. Oh, dann wird's. Die nehmen wir gerne mit. Sie soll hier irgendwo sein. Ah, ich denke mal ein Gebäude. Warte. Ach so, ja. Klar. Mal schauen, was sie jetzt zu der Sache sagt. Ich bin mit Ulrich bei... Lol. Ich sollte... Okay, er ist mitgekommen. Ich bin mit Ulrich bei Levanas Haus angekommen. Ich sollte beobachten, wohin er geht. Ich denke mal, die werden jetzt irgendwie einen Dialog starten oder sowas. Levana, ich höre, ihr habt etwas, das mich interessieren könnte. Ulrich, wie könnt ihr es wagen, hier hereinzuspazieren, als wüsstet ihr nicht, was los ist? Natürlich weiß ich, was los ist. Beachtlich finde ich, dass ihr so dreist seid, mich zu bedrohen. Ich bin neugierig, was ihr wohl ausgegraben habt. Nur weil ihr hier das Gesetz vertretet, heißt das nicht, dass ihr darüber steht. Ihr werdet dafür zahlen, was Aldos geschehen ist. Aldos war ein Trunkenbold und ein Narr. Er zog das Schwert gegen einen Soldaten und zahlte den Preis dafür. Elender Halunke, wie viele Leute müssen noch den Preis zahlen? Wie viele müssen noch sterben, nur damit ihr noch mehr Gold verdient? Ich stehe hier nicht die ganze Nacht rum und diskutiere darüber. Gebt mir die Beweise und ihr werdet vielleicht doch nicht exekutiert. Wie ihr es wünscht, Ulrich. Kommt, meine Lieblinge, euer Festmahl ist angerichtet. What the fuck? Hey! Das ist alles, wofür ich euch brauche. Schaut zu, aber greift. What the fuck? Ulrich hatte Levanas Haus kaum betreten, da belegte sie ihn schon mit einer Art Lähmungszauber. Dann ließ sie einige Ratten auf Ulrichs hilflosen Körper los, die ihn zu Tode bissen. Ich sollte dies Garrus berichten. Greift nicht ein. Ohne Scheiß. Das war jetzt aber auch nicht der richtige Weg, du. Aber vielleicht hat er gute Sachen bei sich. Auf jeden Fall Schlüssel. Schlüssel sind immer gut. Den Rest lasse ich mal. Warte, wie viel können wir tragen? Nicht mehr viel. Okay, lassen wir das. Gut, dann gehen wir zu Garrus. Zack. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Da wird er sicherlich auch nicht gut drauf reagieren. Also ich bin jetzt eigentlich mehr oder weniger ziemlich geschockt von dem, was sie jetzt da abgezogen hat. Das war nämlich nicht der Plan. Beeilt euch. Ja, ich bin schon dabei. So, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, der gammelt einen ganzen Tag hier irgendwie an der einen Stelle rum. Hallo?
was ist. Wir müssen dieser Farce ein Ende bereiten. Ja, das stimmt. So, Ulrich Leland. Ihr habt mich sehr enttäuscht. Anstatt auf meine Weise vorzugehen, habt ihr euch für ein Blutbad entschieden. Ich sollte euch verhaften. Da es jedoch nicht nur euer Fehler ist, werde ich eure Beteiligung nicht dem Grafen melden. Levana hingegen wird sich für ihre Tat verantworten müssen. Verdammt. Ich will jedoch dafür sorgen, dass ihre Haft nicht allzu lang ist. Da Ulrich bekam, was er verdiente, will ich für sie tun, was ich kann. Entschuldigt mich jetzt, ich muss mit dem Grafen reden. Kommt bitte in ungefähr 2 Stunden zur Herberge, zur Cardinalbrücke. Ich muss den Grafen sprechen. Der sitzt doch da. Also die Versuchung ist groß, jetzt neu zu laden, aber ich werde es nicht tun, weil wir jetzt einfach mal, ich nenne es einfach mal unser Schicksal, ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht, unser Schicksal so akzeptieren, wie es jetzt eben gekommen ist und dass ich einfach mal einen Fehler gemacht habe. Das muss jetzt einfach mal so passiert sein. Egal. Wir sollen hier unten irgendwie hin, bis in 2 Stunden, sagt er. Ich denke mal, wenn wir hinreisen, sind 2 Stunden um. Herberge zur Brücke, jetzt dürfte diese hier sein. Wie geht es euch? Oder wer ist das denn? Wie geht es euch heute? Hier sieht voll eklig aus. Egal. Gehen wir rein. Hallo? Sieht leer aus hier. Oh, was kann ich für euch tun? Das wüsste ich ganz gern von dir. Was hast du denn Schönes? Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz... Sie hat Süßkuchen. Macht mir ein besseres Angebot. Oh, wir haben schon mal bei ihr gefeilscht. Scheint schon eine Weile her zu sein. Süßkuchen sind eine gute Sache. Die nehmen wir mit. Was hat sie noch Schönes? Eberfleisch macht Lebensenergie wiederherstellen. Das ist ganz schön teuer. Den lassen wir. Empfehlt mich euren Freunden. Mit größtem Vergnügen. So. Lebt wohl. Warten wir mal eben. Ich weiß nicht, ach, komm mal, 2 Stunden, dann sollte die Zielperson definitiv hier sein. Hoffe ich mal. Etwa 2 Stunden sind verstrichen und Garrus Darellium sollte mich nun in der Herberge zur Cardinalbrücke erwarten. Oh, da ist er schon. Ich warte mal, ich denke mal, er wird an den Tisch gehen. Oder auch nicht. Hallo. Ich bin hier, um Graf Indares zu sprechen und ich habe Neuigkeiten für euch. Ich setze mich erstmal hin und dann erzähl mal. Nach Beratung mit dem Grafen und Bewertung eurer Aussage haben wir entschieden, Levanas Strafmaß zu senken, da sie im Selbstschutz gehandelt hat. Ich wurde zum Hauptmann der Wachen ernannt und bin bestrebt, den Friedliebenden der Stadt ihre Achtung zu erwidern. Der Graf und ich danken euch, dass ihr uns geholfen habt, Ulrichs Tyrannei in Cardinal ein Ende zu setzen, auch wenn wir ihn lieber unter Anklage gestellt hätten. Nehmt dieses Gold als Zeichen unseres Dankes dafür, dass ihr eure Freiheit, ja, gar euer Leben aufs Spiel gesetzt habt. Ich danke euch im Namen der Menschen von Cardinal. Ja, wir danken auch recht herzlich. Möget ihr sicher und auf freien Straßen reisen, bis wir uns wieder treffen. Das werden wir gerne tun. Schade, ich hätte die Quest gerne auf die Art und Weise gelöst, wie es ihm lieber gewesen wäre, beziehungsweise wie es auch mir lieber gewesen wäre, denn das war ja doch jetzt ein Weg, wie er eigentlich nicht geplant war. Aber naja, es kann ja nicht immer alles so klappen, wie es geplant war. Es lässt sich eben nicht alles planen. Und ich würde sagen, der Questlog hat mit Sicherheit noch etwas Interessantes für uns am Start. Achso, das ist kaiserliche Korruption. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass doch die Quest der Dunklen Bruderschaft ganz interessant sein soll. Verwandte. Ich habe meine 9 Befehle von Lucienne Lachance erhalten. Ich muss jedes Mitglied der Draconis-Familie töten. Perenia Draconis, Matthias Draconis, Andreas Draconis, Sibylla Draconis und Celia Draconis. Ich kenne nur den Aufenthaltsort der Matriarchen, was auch immer, Perenia Draconis, die auf einer Farm namens Apfelwacht wohnt. Ich sollte mich nach Apfelwacht aufmachen, dort so viele Informationen wie möglich über die Aufenthaltsorte der anderen Familienmitglieder herausfinden und sie dann systematisch alle töten. Das klingt ziemlich brutal. Apfelwacht, das ist in der Nähe vom Wolkenherrschertempel. Ich denke nicht, dass wir uns, nicht dorthin beamen können. Beamen vor allem. Ich würde sagen, wir gehen zum Bruma Nordtor und gehen von dort aus weiter. Oder bin ich mal gespannt, was uns dort erwartet. Und leider ist der Bug mit dem Kompass unten immer noch nicht behoben. Der Xyphlon wüsste jetzt, wie es zu machen ist. Ich muss ihn da eigentlich unbedingt nochmal fragen. Der weiß nämlich genau, in welcher Datei das gehapert hatte.
dass der Kompass wieder richtig funktioniert. Ist das hier der Ausgang gewesen oder ist das hier das Schloss? Ich glaube, ich bin gerade vom Ausgang weggegangen. Ja, das ist das Schloss. Mist. Ah. Ja, ich bin auf jeden Fall davon weggelaufen. Denke ich zumindest. Ja, sind wir. Okay. Alles klar, dann müssen wir jetzt hier rüber. Sehe ich da Nirnwurz? Nein, schade. Ich habe immer so ein waches Nirnwurz-Auge jetzt. Damit wir die Nirnwurz-Quest weitertreiben können. So, nebenher halt. Huch, Hilfe. Wollte gerade nicht springen. Oh, Bandit. Sieht nach Bandit aus. Abspeichern. Oh ja, das ist ein Bandit. Den kriegen wir aber, bevor er uns sieht. Oh ja, der hat schön gezogen. Hier hast du noch einen. Bam. Oh, der hat Glassachen gehabt. Die müssen wir uns gleich mal ansehen. Glassachen haben wir doch einen recht respektablen Wert. Oh, ah, sein Streitkolben. Ah, der wiegt ganz schön viel. Aber der ist auch gut was wert. Haben wir Federtränke? Nö. Gerade nicht so. Aber ich glaube, ich bin mir doch relativ sicher. Süßkuchen. Ah, wunderbar. Sehr schön. Machen wir uns da zwei. Dann schnappen wir uns die Sachen. Da würde ich sagen, bringen wir die vielleicht noch kurz weg. Den nehmen wir uns noch. Ah, ein Elfenpfeil, sehr schön. Ich glaube, der war von uns. Dann bringen wir die Sachen noch schnell nach Bruma oder sowas. Verkaufen. Dann haben wir den nämlich schon mal weg. Ja, warte mal, ich überlege gerade. Vielleicht wäre es sogar besser. Ja gut, die Karte ist ziemlich weit weg. Dann ist der Federtrank weg. Nein, wir machen das schnell in Bruma. Ich laufe schnell rüber. Das geht am schnellsten. Und dann müssen wir auch nicht gleich den Federtrank sinnlos verballern. Wo war denn das Tor? Ah, da. Und dann kümmern wir uns um die Quest der dunklen Bruderschaft. Moin, moin. So, erstmal einen Laden finden. Magiergilde, nein. Kämpfergilde, nein. Sind Häuser hier unten. Nordwinde. Irgendwelche Häuser. Bräu und Streu sieht schon besser aus. Haus. Irgendwie noch Häuser hier. Hier wird es doch irgendwo einen Laden geben. Ah, vielleicht hier oben. Ah, Hammer und Axt, das klingt gut. Da gehen wir mal hin. Immer diese einfallsreichen Namen der Läden. Verdammt, ich wollte eigentlich drüber jumpen. Oh, ouch. Ah, wir sind aber vor der richtigen Tür gelandet. Verdammt. Du hast nichts gesehen. Okay, wir haben es genau 9 Uhr abends. Ich denke mal, um 10 Uhr macht der Laden auf. Ich bin mir nicht 100% sicher. Warten wir also. Schönen Tag. Ich bin Tolgan, Herold der Gräfin Narina Carvain, hier in Brumar. Sie bittet euch, sie so schnell wie möglich aufzusuchen. What the fuck? Er unterbricht mich einfach beim Warten. Was ist da so wichtig? Die Gräfin Carvain würde lieber mit euch persönlich sprechen. Sie bat mich auch, euch dieses Präsent als kleinen Anreiz zu überreichen. Meine Herrin empfängt von morgens 8 bis abends um 6 Besucher. Das wäre die beste Zeit, mit ihr zu sprechen. Oh, 25 Gold, wie schnuffig. Habt eine gute Reise, Gnädige. Ja, guten Warten erstmal. Also 11 Uhr abends haben wir es jetzt. Das heißt, wir brauchen noch, was sind das jetzt? Das habe ich mich verrechnet. Egal, machen wir einfach 11 Stunden warten. Das sollte genügen, denke ich. Wunderbar. Da haben wir doch... Verdammt. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Jetzt müssen wir doch den anderen Trank nehmen. Na egal. Haben wir eine neue Quest dazu bekommen? Die werden wir dann später machen. Es steht erstmal die dunkle Bruderschaft auf dem Plan. Moin moin. Fjotreit, wenn ihr eine Rüstung oder Waffen benötigt, egal ob neu oder gebraucht, kommt zu Hammer und Axt. Ja, deswegen sind wir hier. Oh, du kannst reparieren. Wenn ich's nicht reparieren kann, ist es nicht kaputt. Das ist ein Wort. Na, dann reparier mal. So, feilschen auf jeden Fall noch. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Dolch des Verbrennens. Na, der ist easy. So, die Stimmung ist jetzt nicht gerade die beste. Aber er ist auch erst Lehrling. Machen wir mal 50. Mal schauen. Der Glas... Pff, so viel ist es jetzt nicht. Aber na gut.
Das ist im Brustharnisch noch. Haben wir sonst noch was, was wir loswerden können? Na, sieht nicht so aus. Okay, dann bleiben wir erstmal dabei. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Wir waren auch gerade das erste Mal. Wie grimmig der schaut. Lasst mich in Ruhe. Ja, ja. Erst Geld abladen und dann heult er rum. So, jetzt aber. Ja gut, jetzt das Reisen zum Nordhorst jetzt überflüssig. Wir machen uns mal auf den Weg. Um die Gräfin können wir uns später noch kümmern. Die kann sich ihre 25 Goldstücke sonst für uns stecken. Aber ganz ehrlich, 25 Goldstücke sind dann doch etwas sehr lachhaft, finde ich irgendwie. Also, ich meine, wenn es jetzt 250 wären, hätte ich gedacht, was ist denn das für eine Quest? Aber so, nein. 25 Gold, das klingt mir ein bisschen sehr lachhaft. Von dem her, ist das schon wieder ein neuer Bandit? Egal. Knöpfe ich mir vor. Deine Mutter. Du bist auch schlecht. Ich habe nichts gesagt. Alter, die hat Eispfeile. Die hat locker Eispfeile gehabt. Nee, Zwergenpfeil. Dann hat sie einen verzauberten Bogen. Bogen des Gletschers. Oh, das klingt gut. Zwergenpfeile. Einen Elfenpfeil. Jetzt habe ich, glaube ich, noch einen Eisenpfeil aufgenommen. Dietrich, irgendeinen Trank. Den nehmen wir noch mit. Ebenholzdolch. Ui. Schön. Muss ich mal meinen Bogen ansehen. Bogen des Gletschers. Er macht 18 Schaden und nochmal 15 Eisschaden. Das ist echt respektabel. Im Gegensatz zu unserem aktuellen Bogen. Da muss ich mal schauen, wie ist denn die aktuelle Belegung. Hier ist... Ah, wir haben Schattenjagd ja auch noch. Ebenholz, Schattenjagd. Pack den mal hier hin. Hier ist der Ebenholz. Dann packe ich die Schattenjagd einfach mal auf die 3. So. Okay, das sollte passen. Interessant. Und vor allem nicht schlecht. Das nenne ich mal einen schönen Bogen. Hat sich gelohnt. So, jetzt müssen wir so ziemlich geradeaus hier an der Stelle. Ich wechsle erstmal auf den normalen Bogen. Man muss, warte kurz. Den müssen wir noch mitnehmen. Fatz. Sehr schön. Wieder ein bisschen Wildbrett. Was ist mit dem hier? Oh. Keine Ahnung, wer den erlegt hat. Wir waren es anscheinend nicht. Sonst wäre der Pfeil nicht mehr drin. Oh, da unten ist noch einer. Ah, schon, ob ich den so kriege. Ja, hat geklappt. Wir haben die Kapsteinhöhle entdeckt. Oh, das war ein Wolf. Nee, ein Hund war das. Ein Hund? Wieso habe ich eigentlich immer noch Elfenpfeile ausgerüstet? Ist doch total die Verschwendung. Wechseln wir, sind wir nochmal Stahlpfeile. So, was würde uns hier erwarten? Kann man das sehen? Keine Grippe, gar nichts. Da wird es wahrscheinlich irgendwie eine Banditenhöhle oder sowas sein. Egal, die sollen uns jetzt auch erstmal... Oh, Schock. Das Oblivion-Tor, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet, da oben in der Ecke. Okay, wir sind auch schon fast da. Denke mal, dieser Hof, da wird es sein. Einfach mal ein Oblivion-Tor direkt neben dem Haus. Hallo? Rettich? Salat? Kartoffeln? Okay. Hallo? Oh, seid gegrüßt. Tut mir leid, ihr habt mich erschreckt. Heutzutage gehen mir leider mitunter die Nerven durch. Wenn man alleine lebt, passiert einem das. Alleine. Kann ich euch behilflich sein? Alleine lebt. Ich bin auf der Suche nach euren Brüsten. Nein, natürlich nicht. Ihr und eure Kinder müsst sterben. Ja, das wäre die beste Antwort jetzt. Wir sagen nichts. Nein, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz offen. Ja, ich suche eure Verwandten, bla bla. Meine Kinder? Aber warum? Oh, liebe Güte, bitte entschuldigt die Dummheit einer alten Frau. Ihr seid hier, um meine Geschenkliste abzuholen. Natürlich. Dieser Geschenkdienst ist etwas ganz Gescheites. Meine Kinder leben in ganz Cyrodiil verstreut. Da ist es schwierig für sie alle etwas zu kaufen. Hier ist die Liste meiner lieben Kleinen, obwohl, so klein sind sie auch nicht mehr. Ja, Kinder werden groß. Ihr werdet sehen, dass die Liste den Wohnort jedes Kindes und einige Geschenkvorschläge enthält. Ach ja, und hier ist das Gold, das ich euch geben soll. Macht euch nun bitte auf den Weg. Meine Kinder gehen mir über alles und ich möchte ihnen etwas ganz Besonderes schenken. Habt nochmals Dank.
Tut mir ja schon fast leid, diesen Auftrag wieder durchzuführen. Ich finde die Aufträge der Dunkle Bruderschaft teilweise ziemlich hardcore. Und es kostet mich teilweise auch echt Überwindung, sie durchzuführen, muss ich ehrlich sagen. Schauen wir uns erstmal Draconis Geschenkliste. Geschenkliste. Boah, ach du Aber da stehen die Adressen daneben, das ist gut. Sehr geehrter Herr, bla 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 bla. Schau, ich lese das später nochmal durch. Matthias, im Talosplatzbezirk in der Kaiserstadt, okay? Er besitzt dort ein Haus, okay? Andreas, Herberge zum betrunkenen Drachen. Er ist der Besitzer und wohnt auch dort. Sibylla, Schlammtalhöhle. Ja, meine Tochter lebt in einer Höhle und nein, ich bin nicht besonders froh darüber. Celia, Schloss Lea Wien. Ihr findet sie in der Kaserne, okay? Ich habe irgendwas an Fett gelesen. Ihr habt bereits die Hälfte eures Honorars im Voraus erhalten und werdet den Rest bekommen, wenn die Geschenke erworben und abgeliefert sind, wie wir es ursprünglich vereinbart haben. Ich danke euch erneut für eure wertvollen Dienste. Denn würde ich sogar sagen, wenn das so ist, dass wir einfach, dass die Letzte dann wäre, die dran ist. Ne, wenn wir uns da noch ein bisschen Gold abholen können, dann würde ich sagen, ist sie einfach die Letzte. Wir kommen dann zurück und ja, alle Geschenke verteilt, ne? So, na gut, meine Lieben, da muss ich auch schon erstmal wieder einen Cut setzen an der Stelle, denn wir sind mal wieder, etwas über die Zeit drüber, eine Minute, anderthalb, nicht weiter schlimm. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich speichere nochmal eben ab. So, und dann sehen wir uns auch schon wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Elder Scrolls IV Oblivion. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, was auch immer. See ya!